The Chicks Terminator. Oh, voll auf die Sch-12. Sch-12? Ja, ich wollte Schnauze sagen, aber dachte ich mir, komm, vielleicht sehen das ja Kinder. Ja. Ab wie vielen Jahren ist Mega Man eigentlich freigegeben? Weiß ich nicht. Bestimmt ab 18. Komm, die Krisse, die Krisse! Ja! Was war das denn? Ein Lacher. Ah, ich geh mal hier rüber. Gucken, was hier so drin ist. Sagte der Einbrecher. Sparkman. Sparkman? Da waren, glaube ich, die. Detail war da ganz gut. Nee. Nicht wirklich. Hallo! Sag mal, Jule. Ja. Hallo. Du hast doch ein komplettes Let's Play zu Tombi gemacht, ne? Ja. Weißt du noch, wie viele Parts du dafür gebraucht hast? Ich glaube 79. Kanntest du das Spiel vorher schon? Nein. Okay. Aber ich habe das, Hast du denn noch alle Quests gemacht? Ja. Auch die Nebenquests? Was? Auch die Nebensachen? Ja, 130 Quests hatte ich gemacht. Boah. Aber ich habe ab einem Drittel ungefähr eine Komplettlösung benutzt, weil mir das Spiel zu dumm wurde. Kann ich irgendwie verstehen, ne? Dave? Ja. Kann es sein, dass du bei Skype hier diese Mikroregulierung drin hast, weil du immer wieder bist zu leise? Warte mal, ich kann mal gucken. Stimmt, ja. Jetzt ist das eben aufgefallen? Jetzt nicht mehr. Du kamst eben so leise um die Ecke. Sag mir das dann ruhig, weil irgendwie... Ja, deswegen sag ich das ja gerade. Ja, manchmal ändert sich das irgendwie wieder um. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, wo das geht. Du musst, Nee, will ich ja gar nicht. Ja, dann halt die Schnauze. Was denn? Ist schon gut. Ja. Wie so eine Klapperschlange irgendwie. Klapperte die Klapperschlange. Bis ihre Klapper. Joan is a Joan! Fucking Joan! Wie viel hast du denn jetzt schon? Yeah. Noch nicht viele. Okay, das ist noch nicht so viel. Weißt du denn jetzt auswendig, was du für welchen brauchst? Nee, aber bei den meisten hilft die gleiche Waffe, wie sie selbst sind. Mhm. Fight Fire with Fire. Oh! Wunderbar! Oh, wow! Der war mit Skill ausgewichen, ey. Drunter durch und dann in den Rücken geschossen. Das war echt richtig gut. Ich glaube, das war die beste Leistung, die du bis hierher gezeigt hast. Der war geil, war der. Hä? Huh? Aha. Was? Snake Snake. Make Snake. Mal gucken, also wenn das morgen klappt, morgen, wenn ich morgen Nachmittag ein bisschen was aufnehmen kann, dann könnte es gut sein, dass ich morgen Abend einen kleinen Stream mache. Da könnte ich dann sogar dabei sein. Hilfe. Ich bin mal gespannt, demnächst könnte mal was ganz Neues bei mir auf dem Kanal kommen. Und zwar ein englisches Let's Play, doch? Doch, hast du gut gemacht. Nein, ich hab die Energie nicht bekommen. Nicht genommen. Weil ich auf dem Teleporter-Teil stand. Na. Ja. Scheiße. Das hast du nicht mehr viel, ne? Oh. Ich guck mal, wie viel Leben ich noch habe. Ja, nicht viel. Eins. Das ist nicht viel. Ein Leben habe ich noch. Ach, das merkt er sich dann, welchen du schon besiegt hast? Ja. Ah, das ist gut. Das ist gut. Nur halt, wenn ich Game Over gehe, dann muss ich dann halt nochmal alle machen. Ah, das ist doch hier gerade das Top-Man, ne? Ja. Ich weiß nicht, was bei dem hilft. Keine Ahnung. Ratio Farm. Gute Preise. Besserung. Bewirf ihn mit Ratio Farm. Nee, das ist schon mal nix. Nur mal Hardman. Mardhead. Ich hätte jetzt fast gesagt Needleman, aber. Nee, Needle bringt nix. Ja, komm mal rüber, du Penner. Oh, der war gut. Der ist schön. Ja, schön weiß ich nicht, aber geil. Also. Ja, das eine muss mit dem anderen nichts zu tun haben. Sagen wir effektiv. Mr. Turtle ist gerade wieder am Rumklettern. Stört spraddeln. Turtle, kannst du mal aufhören rumzuspraddeln? Echt mal, ey. Wie eine Quaddel. Jetzt brauch keine Scheiße mit Bier. So. Nimm den. Hoffentlich kriegst du den. Ja. So. Zwei Stück müssen wir noch. Einmal Hardman, der ist hier jetzt da rechts von mir und links von mir ist. Easy Man. Ich glaube Gemini. Oder Softman. Oder Gemini, keine Ahnung, wie der Penner aussieht. Gemini.
Gemini, ach, das ist der Pizzamann, ist das, ne? Genau. Gemini auf den Sack. Links oder rechts? Links, im Zweifel links. Links. Da so. Hilf bei dem Topman. War das bei dem? Ja, einer war Topman. Ich weiß das noch, da hast du dich noch gewundert. Ich habe keine Ahnung. Nein, 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 nein. Jetzt hat sie sich auch gewundert, aber nicht, weil es geholfen hat. Weil ich jetzt schuld bin, dass sie tot ist. Ja, Alex. Ich gehe dann mal. Tschüss. Nein. Okay. Ich bleib. Nein. Wie eben, ey. War voll schlimm. Das fand ich so. Das fand ich so geil gestern. Da kam auch an einer Stelle, ich glaube bei Dune war das. Da hat er auch irgendwie so Nein gesagt. Das klang genau. Nein. Das war so geil. Der so Nein. Maggie. Maggie! Mal ein bisschen Energie. Oh, kann man mal nehmen. So ein Keeling-Spiel wäre auch mal ganz cool. Du musst immer so Maggie-Flaschen einsammeln als Energie. Das finde ich mal richtig. Ich glaube, wenn ich so ein Spiele programmieren könnte, dann würde ich das machen. Und dann musst du Waldelefanten befreien. Ja! Und eine Kernbohrung durchführen. Das ist aber nur in der unzensierten Version, dann die du dann in Österreich bestellen musst. Hier zu. Du musst dann zum Todesberg, das ist dann die Aufgabe, durch Mordor. Eigentlich wäre das mal richtig geil, ohne Scheiß. Wenn du Spiele programmieren könntest und du bräuchst noch eine Story oder so, dann könntest du eigentlich so ein YouTube-Kacke-Video nehmen. Von Keeling. Keeling. Dann kommst du noch nach Port Lolloth. Und immer wenn das dann losgeht, dann nächste Level sagt, schönen guten Abend. Ja. Das hört sich so geil an. Schönen guten Abend. Sieht ein bisschen nach Disco aus mit dem Hintergrund. Also. Ja. Ja. So, was könnte denn bei Hub? Was ist denn hier Magnet Man? Das ist doch bestimmt was für dich. Genau, nimm den als erstes, dann hast du den schon mal weg, den Penner. Ja, der hilft ganz gut, der Magnet. Ja, der hilft. Ja, der hilft. Ja, der geht. So, was können wir denn da jetzt... Den normalen Schuss? Ja. Das sieht doch gut aus. Ja. Ah, fick dich mal, ey. Alter, Vater. Echt, Dave. Halt doch mal die Schnauze. Das ist ja gut. Und jetzt Gemini, man. Gemini! Ja, der Pizza-Ding ist ja schon der schwerste hier. Also. Ja, das ist echt nicht schön mit dem. Pizza. Ah, toll. Schön daneben geschossen. Jetzt fliegt das Ding erstmal hier in der Gegend rum. Sieht ein bisschen wie Seilspringen, oder? Der zieht gut ab. Ja. Wenn man den fliegt, zieht er gut ab, ja. Hi. Heidewitzka, Herr. Ja, genau. Heidewitzka? Ja. Ja. Sparkman, da haben wir glaube ich. Nee, Needle war da nicht. Spark haben wir da auch. Kann mir das überhaupt nicht merken, wer was für was gut war, ehrlich Nein, gesagt. Nicht den. Ihn hier. War Snake nicht gut bei dem? Nee, Snake war bei Snake gut. Was? Snake war bei Snake gut. Oh oh. Wie heißt du? Mama. Almost. Achso. Mein Gott! Fuck. Ich liebe Schnee. Was? Fuck, ich liebe Schnee. Ah, Alex, mach's doch nicht wuschig. Letztes Leben, ey. Der Kältebericht hat eine kältliche Kälte angekündigt. Die Schneeschnecke ist hoch, da wird's Zeit, dass man vögelt. Und das tue ich jetzt. Was? Kennst du das nicht mehr? Nein! Nein! Das müssen wir dir nochmal zeigen. Das ist Peter Lustigs profaner Heiligabend. Leta Pustis. Ich wusste, dass ich das schon mal gesehen habe.
Ja, doch. Bestimmt. Du hast doch bestimmt alle schon gesehen. Für die Vögel, die lieber Menschen fressen, also im Sommer. Ich muss hier weg. Da sehe ich ein paar Tiere, denen es gut geht. Das Schwarze da hinten, das so humpelt. Hoffentlich muss es dran glauben. Das, da kann ich mich dran erinnern. So, wer war hier? Top, also bei hier ist so, bei mir hier ist so richtig schönes Zockerwetter gerade irgendwie. So ein grauer Himmel und ein bisschen Regen und alles. Ja, genau das gleiche habe ich hier auch, wenn ich aus dem Fenster gucke. Bestimmt auch, wa? Ja. Das werde ich rausschneiden. Brauche. Was willst du rausschneiden? Mein Ort. Ach so. Echt? Entschuldigung. Entschuldigung. Weil wir wissen ja auch alle, dass ich aus Findel komme. Also, ist ja so. Aber keiner weiß, wo ich herkomme. Ja, wo, ist das schlimm? Ich dachte, das wurde schon mal irgendwo gesagt auch. Nö. Okay. Ja, dann lassen wir das. Entschuldigung. Ist ja nicht schlimm, ich kann es ja rausschneiden. Ja, ja. Wir müssen jetzt alle 5 Minuten das Wort sagen. Das Wort, das keiner sagen darf. Aber ich darf doch, ich da darf aber doch. Sie alles nochmal neu anrufen. Aber was ich doch sagen darf, ist doch der Ort mit dem Transformerturm. Das darf ich doch sagen, ne? Ja, das darfst du sagen. Und es hat jeder zweite eine Bank bei sich vor der Haustür. Ja, das kannst du auch sagen. Gut. Was habe ich denn hier genommen? Mir fällt da gerade wieder ein Soundbug ein. Ein Bounce-Sack. Ein Bounce-Sack, genau. Ja. Ich fahre mit meinem Trecker immer über den Hof. Die Wasserwerke haben 6 meiner Kinder entführt. Genau. Das ist so geil. Du kannst ganz schön weit spucken, Spyro. So, wen haben wir denn jetzt noch? Oh, wir haben noch so viele. Oh, oh. Luvia. Ich bin ja blöd. Heimblöd. Ich wollte doch nebenbei die Silent Hill Parts rendern. Das hab ich jetzt. Ja, warum machst du das denn nicht? Einen hab ich schon. Einen hab ich schon. Wow. Ich hab es vergessen, die anderen auch wieder reinzuhängen. Ich laber mich hier zu Tode mit euch. Was haben wir denn hier genommen bei Magnet? Jetzt konnte die Alina dem Vampirmädchen ja gar nichts sagen gestern. Ja. Wo war die eigentlich? Die wollte doch dann nach der Stage, wollte sie doch mal kommen, denke ich. Weiß es also nicht. Erscheinen. Ich weiß es nicht. Irgendwie hatte sie wohl nicht so Lust. Oh, der Lars war ja da. Der Lars war da. Da muss man erstmal durchatmen. Ach, der Lars war da. Oben, ja, oder unten? Direkt. Der war ganz mittig da. Voll in seinem Saft stand da. Oben oder unten? Oben. Unten. Ich hab jetzt oben gemacht. Ja, weil sie auf mich hört, Alex. Nee, das war mittig. Nein, das war ja, eigentlich oben. War das die Nein, Mitte. Du Lügerin, das war mittig. Du Lüger. Wohl Lüger. Wohl. Ja? Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Das habe ich auch mal, wenn ich so eine Pizzakarte vor mir habe. Achso, ich dachte, der Junkie sagt das auch immer. Das ist schon mal scheiße. Dass der Junkie das sagt? Nee. Ja, doch. Was sagt der Junkie? Dem ging es ja ohne besser. Das sagte der Kanalarbeiter wieder. Das ist ja scheiße. Was haben wir denn hier genommen? Warum hat der Needleman nicht funktioniert eben? Jetzt auf einmal funktioniert es hier, das oder was? Das klingt irgendwie wie in so einer OP-Dinge, zu Chirurgie oder sowas. Was haben wir denn eben genommen? Der Needleman, der hat nicht funktioniert. So der Anästhesist und so. Das ist knapp. Jule. Nein! Ich muss die Kacke aus meinem Controller rausscheißen, Mann. Das macht keinen Sinn, ich weiß. Nochmal bitte, du möchtest die Kacke aus deinem Controller rausscheißen. Mann. Ich musste nur irgendwelche Schimpfwörter sagen. Ich fand das so geil in unserer Aufnahme, wie du mir irgendwas total kompliziertes erklären wolltest und kamst nicht auf dieses eine Wort.
Übrigens. Du meinst einfach nur übrigens. Ich dachte, du meinst irgendeinen Fachbegriff oder irgendwie sowas. Ich bin da sofort, als ich das angeguckt habe, du meinst übrigens. Und sie überlegen und überlegen. Ich fand das so lustig. Und ich habe dir gesagt, Dave, dass das nichts Besonderes ist und dass du es vergessen sollst. Und er überlegt. Nee, aber ich vertraue dir da nicht so. Ja. Das ist halt mein Gehirn. Mein Gehirn. Gehören. Ja, das hat mal so eine Biologie-Referendarin, die hatte das auch. Die konnte nicht Gehirn sagen, die sind immer Gehören. Wieso? Hatte da habe ich immer so ein Elch vor Augen gehabt. Hatte die auch irgendwie so ein Zertifikat, dass sie dumm ist? Also nicht öffentlich auf der Stirn kleben, aber man wusste, also man merkte es. Die mochte keiner so richtig. Die hat aber auch Religion unterrichtet, also von daher passte das wieder. Okay, das sagt schon eine Menge. Aber man kann ja auch dumme Menschen mögen. Aber nicht, wenn die Gehören sagen.